Wie läuft Klimawandel ohne Mensch ab? Das hier sind zwei ganz besondere Detektive der Wissenschaft. Ihre Werkzeuge sind klassische Lichtmikroskope, aber auch moderne Techniken wie MRT und Computertomographie. Ihre Forschungsobjekte sind die Abdrücke und Einschlüsse uralter Pflanzen in Gesteinen. Darin sind nämlich Indizien verborgen über die Klimata und Ökosysteme der Erdgeschichte. Denn Pflanzen spiegeln das Klima wider, nicht nur lokal, sondern auch global. Und dazu tragen unter anderem die Merkmale von Blattfossilien bei. Ich sage immer, Pflanzen können nicht weglaufen. Sie müssen sich also an dem Ort, wo sie wachsen, anpassen. Und diese Anpassung können wir erforschen. Das ist die Form der Pflanzen, das ist ihre Anatomie. Und deshalb sind Pflanzen wichtig für Klimarekonstruktion. Denn Klimawandel mit abwechselnd hohen und niedrigen Temperaturen sowie CO2-Konzentrationen hat es auch schon früher auf der Erde gegeben. Seit Hunderten von Millionen Jahren wechseln sich warme und kalte Phasen ab. Davon könnten Dinos und frühe Pflanzen Lieder singen, wären sie nicht ausgestorben. Nun erzählen aber ihre Fossilien eine Geschichte, aus der wir einiges lernen können. Unter anderem, wie Ökosysteme früher mit einem Klimawandel klargekommen sind, als es den Faktor Mensch noch nicht gab. Ich freue mich auf jeden Fall, Ludwig Luthard und Eva Sadowski hier zu treffen. Zwei leidenschaftliche Paläobotaniker oder Detektive, wenn man so will, wenn es um das Klima der Urzeit geht. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind hier im Karbonwald vor vielen Millionen Jahren, nicht ganz. Wir sind hier an einer Außenstelle des Museums für Naturkunde. Ja, und hier ist nämlich die ganze Sammlung der Paläobotanik. Ich will hier nämlich ein paar Detektive treffen, die herausfinden wollen, wie man mit Paläobotanik das Klima der Vergangenheit in irgendeiner Weise verstehen kann, damit wir Ableitung für heute machen können. Das hört sich alles ziemlich wahnsinnig an und es ist echt richtig cool hier. So viele verschiedene Steine mit Pflanzen. Sogar die allerersten Landpflanzen lagern hier und bezeugen die allererste Vegetation. Genau, total faszinierend. Ich wäre ja gerne mal da gewesen, um mir das anzusehen, wie damals die Welt ausgesehen hätte. Ja, das auf jeden Fall. Ja. So, das ist die Schublade. Ja. Das hier ist, glaube ich, eins der schönsten Stücken, was wir haben. Ja. Und die Pflanzen sind unfassbar klein, man glaubt das ja gar nicht. Ne? Heute, wenn man sich einen Baum anschaut, 30 Meter und höher, und das ist so ein bisschen so hoch wie Rasen im Grunde. Ja, genau, das ist ein guter schottischer Rasen. Ja. Aber ja, natürlich. Die ersten Landpflanzen. Ja. Also hier sehen wir auch so einen schichtähnlichen Aufbau, wie also sich die Pflanzen über die geologische Zeit hier übereinander gestapelt haben. Wir sehen hier lange Röhren, die also Pflanzen im Längsschnitt zeigen. Dann haben wir aber auch ja, so kreisförmige Objekte, das sind Pflanzen im Querschnitt. Also die, ja, hier sieht man, kann man sich schon vorstellen, dass das wie so eine Art ja, kleiner Rasen oder wie auch immer war, den die Pflanzen hier gebildet haben und sehr dicht aneinander gewachsen sind. Ja. Komplett ohne Stützgewebe, nur Leitgewebe und deshalb auch nicht in der Lage, wirklich hochzuwachsen. Ja. Also das ist jetzt über 400 Millionen Jahre alt. Das erste Landökosystem der Erde, was wir kennen. Und ja, es ist ein recht spezielles Habitat gewesen. Also wir können uns das vorstellen wie so eine Art vulkanische Quelle, wo heißes Wasser raussprudelt und einen See bildet. Und am Rande dieses Sees sind diese Pflanzen, die dort wachsen. Und es ist eigentlich total phänomenal. Ja? Also dieses ganze Ökosystem verkieselt, das heißt, es wird zu Stein. Und was wir dann sehen, wenn wir das im Mikroskop anschauen, sind die Pflanzen bis auf Zellniveau. Also jede einzelne Zelle sehen wir. Und nicht nur die Zellen, sondern wir sehen auch diese zum Beispiel Milben oder Vorläufer der Spinnentiere oder Algen und Pilze und die Interaktion, also Symbiose zwischen Algen und Pilzen. Und auch den anderen Pflanzen, das ist phänomenal. Und das ist auch wirklich ein absoluter Spot, sage ich mal, in der Erdgeschichte. Das nächste, was danach kommt, was ähnlich gut erhalten ist, weiß ich gar nicht, wie jung das dann ist. Aber
Und das wirklich Faszinierende ist ja auch, man hat Momentaufnahmen aus dieser Zeit. Mhm. Ja, also wir sehen zum Beispiel Reproduktionsorgane dieser Pflanzen, die sich gerade öffnen und es kommen diese Sporen dann raus und das ist einmalig. Es muss wirklich sehr schnell gegangen sein. Also das hilft uns dabei, Evolution sichtbar zu machen, und zwar die Evolution der Pflanzen, und zu verstehen, wie die Welt, in der wir heute leben, auch entstanden ist. Und das ist jetzt ein Fenster in die Erdgeschichte, wo wir das eben sehen können. Über 4 Milliarden Jahre hatte unsere Erde keine Vegetation. Pflanzen betraten die Bildfläche der Kontinente erstmalig vor etwa 420 Millionen Jahren. Und mit ihnen änderte sich unser Planet grundlegend. Wälder entwickelten sich, Ökosysteme kamen und vergingen mit wechselndem Klima. Wer aus der Vergangenheit lernen will, muss diese aber erst verstehen bzw. diese rekonstruieren können. Die große Aufgabe der Paläontologen und Geologen ist es, Lebensräume zu rekonstruieren, um sie zu vergleichen mit unseren heutigen Lebensräumen. Um Ableitungen daraus zu ziehen, was macht unsere heutigen Lebensräume besonders? Wir erforschen auch die Erdgeschichte oder die Evolution von Wäldern in der Erdgeschichte, wie sich Wälder verändert haben über die Erdgeschichte hinweg. Und wenn wir heute an Wäldern denken, sie sind natürlich sehr wichtig für uns heute. Sie verarbeiten Kohlenstoffdioxid, sie stellen uns Sauerstoff zur Verfügung, sie beherbergen die höchste Diversität an vaskulären Pflanzen heutzutage. Und daher ist es auch so wichtig zu verstehen, wie diese Wälder überhaupt entstanden sind, um auch Aussagen treffen zu können oder eine Idee davon zu haben, wie Wälder vielleicht auch in der Zukunft mit der derzeitigen Klimakrise zurechtkommen würden. Wir erforschen Ökosysteme in der Vergangenheit, um sie im zeitlichen Kontext der Erdgeschichte besser zu verstehen. Das heißt, Ökosysteme ja immer eine große Interaktion aus verschiedenen Aspekten der Erde eigentlich ist. Es ist zum einen die Geosphäre, also der Boden, zum anderen die Biosphäre, die also auf diesem Boden wächst und gleichzeitig mit der Atmosphäre interagiert. Und alle drei Aspekte haben sich durch die Erdgeschichte stark verändert und diese Veränderungen besser zu verstehen, ist unsere Aufgabe. Ludwig Lutert hat viele Aufgaben und Pflichten als Forscher und Kurator. Hier bringt er einen versteinerten Urschachtelhalm zur Inventarisierung. Aus Sicht des Fossils eine Abwechslung. Vielleicht schlummert der schon einige Jahrzehnte im Dunkeln der Schublade. Was aber kaum ein Wimpernschlag wäre bei seinem hohen Alter, das in die Jahrmillionen geht. Lutert kuratiert eine besondere Gesteinssammlung im Berliner Naturkundemuseum und nimmt den versteinerten Urschachtelhalm mit durch viele Gänge, jetzt mal im Schnelldurchlauf, in denen noch 300.000 weitere Pflanzenfossilien in alten Schränken lagern. In den letzten Jahrzehnten konnten Lutherts Vorgänger etwa ein Viertel inventarisieren. Also haben er und seine Nachfolger wohl noch einiges zu tun. Am Arbeitsplatz angekommen, muss er das Fossil etikettieren und per Foto dokumentieren, bevor seine Forschung beginnt. Lutherts besonderes Interesse gilt dem Zeitalter des Perm. Also ich arbeite vor allem im späten Paläozoikum. Das ist eine Zeit von ungefähr 300 bis 250 Millionen Jahren. Denn das Besondere an diesem Zeitabschnitt ist, dass wir zum einen eine Vereisungsphase haben, die spätpaläozoische Eiszeit, und zum anderen plattentektonisch gesehen die Erde sich zu einem Superkontinent formt. Die Kontinente sind alle in einer Landmasse vereinigt und das hat natürlich auch besondere Ursachen in Bezug auf das Klima. Und diese Trends herauszufinden, ist meine Aufgabe. Geschafft. Dieser Urschachtelhalm ist jetzt auch im System und kann wissenschaftlich untersucht und eingeordnet werden. Wenn Lutert Glück hat, findet er in seinen Fossilien ausgeprägte Pflanzenmerkmale. Unter dem Mikroskop dann. Zwar nicht in diesem Urschachtelhalm, aber in einem Farnsama, einem längst ausgestorbenen Verwandten der Farnpflanzen, findet er sogar Indizien für die CO2-Konzentration zu dessen Lebzeiten. Er untersucht dafür das sogenannte Leitgewebe ist ein Teil der Pflanze, den wir uns anschauen können, um etwas über den Wassertransport in der Pflanze zu lernen.
Und wenn wir diesen etwas über den Wassertransport lernen, wissen wir, wie viel Wasser geht letztendlich in die Blätter der Pflanze und was verdunstet werden kann. Und dann können wir auch etwas darüber lernen, was am Ende wieder anstatt des Wassers aufgenommen wird durch die Pflanze. Und das ist das CO2. Ja. Und das gibt uns einen Indiz dafür, wie hoch die CO2-Konzentration der Atmosphäre im Perm war. Klimaforscher interessieren sich für das Permzeitalter, denn damals gab es eine Eiszeit, ähnlich wie heute. Ja, wen das jetzt überrascht, geologisch leben wir gerade in einer Eiszeit, unsere Pole sind schließlich vereist. Und ähnlich wie heute wurde es im Perm dann trockener und wärmer. Während wir heutzutage allerdings nicht wissen, ob wir uns am Ende unserer Eiszeit oder mittendrin befinden, markiert das Ende des Perm an der sogenannten Perm-Trias-Grenze den Beginn einer Warmzeit und den Übergang vom Erdaltertum zum Erdmittelalter. Und da war was los. Was wir nämlich beobachten im Perm, ist schon ein leichter Anstieg des Kohlenstoffdioxidgehalts. Und wie viele wissen, ist, dass wir am Ende des Perms ein großes Massenaussterbeereignis haben. Nicht nur ein großes, sondern das größte. Und auch hier spielt das CO2 eine Rolle. Aber in einem anderen Kontext, nämlich dadurch, dass Massen von Basalt, also vulkanisches Gestein, in Sibirien gefördert wird, was gleichzeitig enorme Mengen CO2 in die Atmosphäre befördert. Vulkanismus kann allerdings nicht allein verantwortlich gemacht werden für den urzeitlichen Klimawandel, der mit einem globalen Kollaps aller Ökosysteme einherging. Denn die CO2-Konzentration stieg schon früher im Perm an und was genau das ausgelöst hat, ist noch nicht belegt. Unumstritten ist allerdings, dass sich der heutige, menschengemachte Klimawandel von allen anderen darin unterscheidet, dass er viel flotter passiert. In nur wenigen Jahrzehnten setzen wir Menschen Unmengen von dem frei, was Pflanzen in Jahrmillionen der Luft entzogen hatten. Denn einst bewuchsen die sogenannten Steinkohlewälder den Großteil der tropischen Landflächen der Erde. Als diese Urzeitwälder im Erdaltertum Kohle bildeten, zogen sie langfristig CO2 aus der Atmosphäre. Damals war die Konzentration keine 300 ppm. Die Namensgebung wiederum ist darauf zurückzuführen, weil wir Menschen uns die fossil gewordenen Urzeitwälder entsprechend zunutze gemacht hatten. Ja, okay. Das ist jetzt ja also ein großes Stück Steinkohle aus der guten alten Zeit, wenn man so will. Ja. Erinnert uns also an die Zeit, wo der Kohlenbergbau in Deutschland noch wirklich floriert hat, kann man sagen. Und ja, wenn man sich so vorstellt, eigentlich ist dieses Stück ja nichts anderes als komprimierte Sonnenenergie, die mehr als 300 Millionen Jahre alt ist. Mhm. Also das Sonnenlicht, was vor 300 Millionen Jahren geschieden hat, das haben wir jetzt hier konserviert in der Kohle. Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass das aus einem Wald stammt, den es mal vor sehr langer Zeit gegeben hat. Und man muss sich immer daran erinnern, dass die Kohle und auch andere fossile Brennstoffe, die wir haben, eigentlich auf Pflanzen zurückgehen. Genau. Ja. Das ist also nichts anderes als jetzt schwarz gewordene Pflanzenmasse, komprimiert durch die Druck und Temperatur in der Erde so weit zusammengequetscht, dass es man jetzt also gar nicht mehr erkennen kann, einzelne Pflanzenteile. Mhm. Ne? Aber es ist nichts anderes als Pflanzenmasse, Biomasse. Die wir heute auch noch brauchen. Was wären wir ohne die Kohle? Was wäre aus unserer Welt geworden, aus Deutschland ohne Kohle, wenn man an die Industrie denkt? Und auch an die Zeit der Industrialisierung. Das hätte ohne Kohle nicht geklappt. Also was wären wir ohne Pflanzen? Genau. Früher war es also so, dass die Paläobotanik gebraucht wurde, um Kohleschichten wie diese hier zu finden und eben den Bergbau auch voranzubringen. Und heute ist es eher so, dass wir mit der Paläobotanik die Folgeerscheinungen eigentlich erforschen wollen und auch die Klimaprozesse verstehen wollen, die zur Bildung der Kohle führten und auch zum den CO2-Haushalt der Erde erklären können. Die Forschenden wollen auch verstehen, wie sich unsere heutigen Wälder entwickelt und verändert haben. Erkenntnisse liefern Pflanzenteile, die vor Jahrmillionen in Baumharze gelangten, aus denen sich später Bernstein bildete. Bernstein kann aussehen wie dieser Tropfen hier oder wie Bruchstücke des herausfließenden Strahls oder sogar wie dieser faszinierende Riesenklumpen. Ich bin hier in der Mineraliensammlung des Naturkundemuseums und stehe hier vor, sage und schreibe, 10 Kilo
Bernstein, dem größten Bernstein. Baltischen Bernstein. Oh, den größten baltischen Bernstein, danke schön, den es überhaupt gibt. Ja. 10 Kilo. Voilà. Ja, es gab Zeiten mit sehr viel Bernsteinvorkommen, das nennen wir dann Ember Burst. Und da haben wir mehrere in der Erdgeschichte, das fängt in der Trias an. Da haben wir den Bernstein beispielsweise aus Italien, dann haben wir Bernstein aus der Kreide, 99 Millionen Jahre alt, beispielsweise aus Myanmar. Und dann haben wir nochmal sehr starke Bernsteinvorkommen in Europa, den baltischen Bernstein, den kennt ihr bestimmt alle aus eurem letzten Urlaub an der Ostsee. Und dann gibt es noch Bernsteinlagerstätten aus dem Miozän, das sind dann so ab 20 Millionen Jahre und jünger, beispielsweise aus der Dominikanischen Republik, Mexiko. Und das sind ganz tolle Fenster in die sogenannten Bernsteinwälder. Das sind die Gebiete, aus denen der Bernstein kommt. Und die Pflanzen aus dem Bernstein helfen uns zu verstehen, wie diese Wälder in der Vergangenheit ausgesehen haben. Ein Bernstein mit einem Pflanzeneinschluss ist etwas ganz Besonderes. In der öffentlichen Ausstellung findet man nur wenige. Die Bernsteinsammlung hinter den Kulissen ist auch deutlich kleiner als die paläobotanische Gesteinssammlung. Nur etwa 40.000 Bernsteinproben lagern hier in einigen Schränken. Für die mit Pflanzeneinschlüssen reichen sogar ein paar Schubladen. Denn die meisten Bernsteine in Klusen sind tierischen Ursprungs, wie beispielsweise Insekten, während nur ungefähr 1% aller gefundenen Einschlüsse in Bernstein pflanzlich sind. Diese wertvollen Funde untersucht Eva Maria Sadowski erstmal am Lichtmikroskop. So konnte die Forscherin den Bernsteinwald rekonstruieren. In unseren heutigen Wäldern findet sie sogar Teilaspekte wieder. Sie interessiert sich vor allem für die Pflanzeneinschlüsse im baltischen Bernstein. Das stammt aus dem Paläogen vor etwa 34 bis 38 Millionen Jahren. Das Interessante dabei ist, dass im Paläogen vor allen Dingen in der Zeit die Floren entstanden sind, so wie wir sie heute kennen. Also die Welt, wie wir sie heute kennen, hat sich vor allen Dingen in der Zeit entwickelt. Und der Bernstein ist ein wunderbares Fenster in diese Zeit und auch in den Wald aus dieser Zeit, der den Bernstein produziert hat. Und zu den Methoden, die ich anwende, also ich wende vor allen Dingen Lichtmikroskopie an, aber auch moderne Methoden wie Computertomographie oder Elektronenmikroskopie. Aber natürlich betrachtet die Bernsteinforscherin niemals ein Fossil allein, wenn sie ihre Ergebnisse einordnet. Aber wir müssen die Pflanzen, die wir gefunden haben, in ihrer Gesamtheit betrachten. Also nicht nur die eine Blüte, sondern auch die Nadeln, Blütenstände, die wir gefunden haben, die wir bestimmen konnten. Und dann macht man Vergleiche mit Floren, die wir heute finden und aber auch mit Floren aus der Fossilgeschichte. Wir schauen, was für eine Ökologie hatten diese Pflanzen früher, welche Ökologie hatten sie heute und daraus bilden wir eine Synthese. Und dieser Vergleich sagt uns, dass der baltische Bernsteinwald wahrscheinlich ein warmtemperater Wald war, ja, der sehr divers an vielen verschiedenen Pflanzen war. Pflanzenfossilien helfen uns also, Ökosysteme und Klimadynamiken zu verstehen. Sie machen Evolution sichtbar und spielen eine Schlüsselrolle, wenn man den Klimawandel im Gesamtkontext begreifen will. Und das wusste schon der berühmte Klimaforscher Wladimir Köppen, der bereits 1936 sagte, ja, man kann die Pflanzendecke das kristallisierte, sichtbar gewordene Klima nennen, in dem sich so manche Züge deutlicher zeigen als in den Angaben unserer Instrumente. Lust auf mehr? Weitere spannende Infos zur Paläobotanik gibt's in meinem aktuellen Artikel im Spektrum der Wissenschaft sowie in einem ausführlichen Experteninterview. Lasst gerne ein Like da und macht's gut!